ihr. Also konnte das gar nicht so ganz klar und genau beantworten. Auch da sicherlich dann noch Reserven, aber scheint ja heute sehr gut zu funktionieren. Also kein Fehler bislang erkennbar. Und wir sind am Gendarmenmarkt und sind bei der Männerspitze bzw. beim Verfolger bei Berhanu Legese. Und der Mann ist vorne hier, Kenenisa Bekele. Das ist unglaublich. Zwischendurch schien er raus. Aber wir hatten gesagt, der ist für jede taktische Finte zu haben und der weiß genau, was er tut. Kilometer 40 ist passiert. 1:55:30 die Zwischenzeit. 2017 im Januar, da wollte er sich den Weltrekord schon mal holen. Das ist heute nicht mehr das große Thema. Aber da hat er riesen Pech gehabt in Dubai. Direkt am Start gestürzt und ausgestiegen. Aber jetzt unfassbare Zeiten. 2:47 die Kilometerzeit bei Kilometer 41 von Kenenisa Bekele. Müssen wir das doch nochmal in Frage stellen mit dem Weltrekord. Also 12 Sekunden die Lücke zum Weltrekord von Eliud Kipchoge. Das ist ein unfassbares Rennen von Kenenisa Bekele. Es war sehr nüchtern lange Zeit. Er war irgendwie mit dabei. Er wirkte immer konzentriert. Keine Spirenzien, keine Attacken, nichts, was irgendwie auffällig war. Bis zu dem Punkt, wo er eigentlich zurückfiel. Wo Jan, wo du gedacht hast, oh, die Lücke ist sehr groß. Wo wir aber trotzdem die Hoffnung hatten, dass er das kann. Dass Kenenisa Bekele ein Stratege ist, ein Taktiker ist, der die anderen in Sicherheit wiegt. Der seinen Landsmann, seinen viel jüngeren Konkurrenten, der Berhanu Legese, das Signal senden wollte. Mensch, renn du mal, du gewinnst das hier, damit er denkt, das könnte stimmen. Und jetzt sieht es wieder ganz anders aus. Noch ein knapper Kilometer für den König der Bahn, für den König des Stadions, für den Mann, der noch was gut zu machen hat im Marathon. Kenenisa Bekele verfolgt von der Nummer 5 von Berhanu Legese. Unglaublicher Wettkampf jetzt hier, wo man unter den Linden endlich das Brandenburger Tor erblicken kann und weiß, es ist nicht mehr so weit, kein Kilometer mehr. Aber man darf sich auch nicht täuschen, denn vom Brandenburger Tor sind es immerhin noch 400 Meter. Das ist eine Stadionrunde. Da kennt sich Kenenisa Bekele unglaublich aus. Er weiß genau, was 400 Meter sind. Der weiß jetzt, er wird das Ding hier aller Voraussicht nach gewinnen. Jetzt kann ihn nur noch eine Verletzung stoppen, denke ich. Das ist unglaublich. Das Brandenburger Tor als das berühmteste Wahrzeichen Deutschlands und als das Symbol für diesen unglaublichen Triumph von Kenenisa Bekele. 2:01:39 lautet der Weltrekord von Eliud Kipchoge aus dem Vorjahr. Was kann das jetzt noch werden? Das Brandenburger Tor ist geschafft. Jetzt noch eine Minute bis zum Weltrekord. Eine Minute für gut 400 Meter. Das ist unglaublich. Kann Kenenisa Bekele hier alle Fragezeichen auslöschen, was seine Marathonfähigkeit betrifft? Kann er sogar Eliud Kipchoge, den König von Berlin, den Marathonkönig der Welt, vom Thron stoßen? Das ist unfassbar. Das ist ein echter Endspurt. Jetzt kann er nicht nur auf seine Erfahrung setzen. Jetzt nähert er sich auch unserer Kommentatorenkabine. Jetzt muss er noch mal das zurückholen, was er vor 15 Jahren bei seinen Weltrekorden auf der Bahn abgerufen hat. Nämlich Sprintschnelligkeit, trotz der vielen Kilometer, die er in den letzten 3 Monaten gefressen hat. Jetzt ist es der Weltrekord. Wenn er das durchzieht, kann er das schaffen. Die große Frage sind 8 Sekunden. Es wird ganz, 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 ganz eng. Es ist unglaublich. Kenenisa Bekele schaut hoch zur Uhr, wir schauen auch drauf. Der Weltrekord wäre in diesem Moment geschafft. Es ist vielleicht nur eine Sekunde für Kenenisa Bekele und die Siegerzeit offiziell eingeblendet. 2:01:41, am Ende fehlen ihm 2 verdammte Sekunden zu diesem Weltrekord. Keiner hatte überhaupt mit dieser Leistung gerechnet. Er ist jetzt aber dennoch irgendetwas wie der König der Läufer. Alle hatten geohnt, Marathon, da fehlt ihm noch was. Aber das war ein unfassbares Rennen. Kenenisa Bekele, vor 5 Monaten kam er mit 8 Kilogramm Übergewicht nach Holland und musste erstmal gesagt bekommen, Junge, das hier ist Leistungssport.
Und da hat es gemacht. Zum ersten Mal hat er es verstanden, sagte sein Manager. Und der Mann, der so mutig war, der diesen Ausreißversuch gewagt hatte, der nähert sich jetzt auch dem Ziel. Es ist der Sieger von Tokio. Er wird der Zweite von Berlin. Berhanu Legese, noch so jung und so viel vor sich. Er hat ein hartes Rennen geliefert. Er hat es versucht. Und er wird auch belohnt mit einer unfassbaren Bestzeit. 2 Stunden, 2 Minuten, 48. Der äthiopische Doppelsieg ist perfekt. Aber einer kommt ja noch. Also die äthiopischen Meisterschaften sind hier nicht vorbei. Da ist er. Sisai Lema. Auch er war lange mit dabei. Er wollte auch diese äthiopischen Meisterschaften für sich entscheiden. Er hat auch ein bisschen Lehrgeld bezahlt. Aber auch er ist unterwegs zu einer riesen Zeit. Und auch das wird der schnellste Marathon seines Lebens werden. Davon ist jetzt auszugehen. Sisai Lema, der Mann mit der Startnummer 4. Der Fünfte von Dubai wird der Dritte von Berlin. 2:03:36. Das ist im Schnitt der wahrscheinlich schnellste Marathon, den Berlin.